Ja, die geht auf Beutezug. Ja, die Jetzt. greift einen Fomi an. Genau. Meinst du, die schaffen wir? Ich weiß nicht. Na komm, auf zu, fahr zu, hau zu. Tage! Alles klar. Beiß mal rein. Da hüpft irgendwas dahin. Oh ja, Manu, da ist mein Tier. Welches? Der ist da. Das große, was? Ja. Da hüpft ein Frosch. Sind die giftig? Keine Ahnung. Ich sehe keinen Frosch hüpfen. Oh, ich wollte schon gerade sagen. An den. Boah, alter Falter. Was ist denn das für ein Tier? Ah. Weifli, Para, C, schlag mich tot. Ethereum. Kann das ja sein. Ja. Also es ist ein Pflanzenfresser, also er frisst Gemüse und danach Mejobeeren. Okay. Wo bist du? Da. Ich bin hier, ich bin hier. Da vorne hüpft Wo der ist dein Frosch. Frosch? Da vorne. Alter, voll zaghaft über deinen eigenen Schritt für Schritt. Ah, der hüpft weg. Also hier ist nix. Ich gehe mal gerade da hoch. Mal gucken, ob da was ist. Und der Frosch wieder zurückgehüpft. Geil. Ja, ist denn nichts? Also der Frosch tut mir gerade nichts. Okay. Dann ist er scheu. Aber ich kann auch gerade nicht gucken, wie er heißt. Geh mal hin und guck, wie er heißt. Wie sagst du so schön, dieser Fickfrosch? Kann ich dir auch sagen, ob was der braucht, wenn wir den zähmen wollen? Nö, da sagt man gar nichts. Belzebufo wird das sein, bestimmt. Okay. Das ist ein Fleischfresser, warum greift der nicht an? Kannst ja mal gucken, ob das ein Belzebufo ist. Mir wird nichts angezeigt. Muss nah dran. Ey, was hast du gesagt? Haar, ne? Ja, Belzebu. Belzebufo. Ja. Welches Level siehst du das auch? Ah. Sechs. Level 6. Ich gehe mal weiter hinten in die Höhle rein. Also bis hier war nichts. Gesundheit, Schatz. Mal, darf ich es rausschneiden? Aber was? Lass ich da. Okay. Ey, dass es hier kein Kristall gibt, ne? Wo ist denn der Flosch?
Ah, das, ich glaube, erstmal gucken. Oder will ich ihn direkt mitnehmen? Da hinten wird was gejagt. Ah, Schlange. Da jetzt, Höhlenausgang. Immer auf rumzuhopsen. Jetzt liegt er. Habe ich dem Vogel mal das Futter gegessen, weggeklaut. Ist der auch gegrilltes Fleisch? Ah ne, hast du ja schon. Hab schon was reingelegt. Frage ist halt, wie schnell er das frisst und wie schnell er wieder aufwacht. Hast du einen Knüppel zur Not bei? Nö. Warte mal kurz, ich geh mal kurz eine Kopie holen. Sind in meinem Schrank auf dem Boot. Okay, hat sich erledigt. Aber hat sich schon Ja. erledigt. Okay, dann tun wir direkt mal, Bringst du den zum Boot, oder? ja, ich hole den zu mir. Mach mal U, dann pfeife ich dann an. Da kommt was. Da wird eingegriffen. Frage ist von was? Ich jump jetzt einfach mal mit dem Tier zum Floße. Von einem Spino. Du solltest hier vielleicht gerade nicht, oder? Ich gehe. Oder beeil dich, er jagt gerade ein paar Vögel. Nee. Bist schon weg? Nein, noch nicht. Ich jetzt. Ja, dann lauf du. Ich fahre dann direkt zur Basis mal zurück wegen dem Frosch, ne? Schlange. Wo bei dir? Ja. Und bin auf dem Floß. Gut. Ich hoffe, mein der andere kommt gleich. Der Frosch. Da ist er. So. So, hier drauf. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Schön bleiben. Ist er bei dir? Ja, er ist bei mir. So. Wo siehst du die Schlange? Ich sehe nur den Spino. Den ich dreimal getroffen habe mit meinem Betäubungsfallen. Aber er zappelt da immer noch rum wie blöd. Ja, bei mir ist leider gerade das Problem. Ich habe hier einen Stein. Warum komme ich denn auch nicht schon wieder? Bin irgendwo aufgelaufen. Nein, unter uns ist nichts. Doch, ein Holz, oder? Mann, nee, das gehört zum Schiff. Aber warum kommst du da nicht weg? Gute Frage. Ah, jetzt geht's. Nee. Ja, gut, reden kannst du dich, aber das war's so.
Och, das ist doch ein Scheiß. Ach nein, ich weiß, warum das nicht geht. Das Boot ist voll. Ist zu schwer. Wie kann das voll sein? Warte. Nee. Gewicht hat's. Das Boot hat auch gar kein Gewicht. Da vorne noch immer. Ja, was war? Aber ich glaube, wenn er das Tier erledigt hat, ist der Sascha der nächste Happen. Das Ding hat noch einer. Ach du Scheiße, hier sind zwei Spinos drauf. Okay, schnappt er mal den Belzebub und bringen wir zur Basis. Hast du ihn abgepfiffen? Ja, ja. Hab ich ihn? Ja. Gut. Ja, jetzt kann ich wieder fahren. Ich komme hinterher. Ging das denn gerade nicht? War der Frosch wirklich zu schwer? Was, wenn T-Rex draufpasst, kann der Frosch nicht zu schwer sein? Warum backt es dann auf einmal? Weißt du, das ist ja das, was ich jetzt so verstehe. Ha, euer oh ja, Masolten. Ich wirklich einfach noch gebackt. Ja. Aber ich verbrauche halt ziemlich viel Ausdauer dabei. Okay, dann, siehst du mich? Ja. Aber hier ist, Heilgebiet, ne? Flieg mal dahin, wo wir vorhin angelegt haben. Ich bin jetzt gleich unter dir. Schon zu weit. So? Weiß ich nicht, sehe es gerade nicht. Ja, lass los. Nein, ist er jetzt. Nee. Oh Gott. Kann er schwimmen? Pfeifen wir an. Naja, ich kann gerade. Na gut, du solltest weiterfahren. Da sind zwei Megalodons. Ja, er folgt. Nee. Folgeabstand niedrig einfach nur. Hab ich. Ah, scheiße. Gut, er ist tot. Müssen wir einen anderen noch holen? Das arme Fleisch. Ja. Ich nehme den Pelagonis mit, weil der hat Ausdauer genug. Ja, aber der kann nichts greifen. Ah, scheiße. Meiner hat auch 440 Ausdauer, wenn er nichts transportieren muss und nicht schnell fliegt, geht's, aber wenn er halt Gewicht hat, ne? Na gut, meinst du, wir können ein Pentradon Ausdauer so weit leveln, dass der Flash es packt? Also Ausdauer vielleicht, aber Gewicht nicht. Das Gewicht geht so gering hoch. Okay. Weil irgendein Tier muss doch gut packen können.
Oder wir legen einfach mal woanders an. Ja, zumindest wissen wir jetzt vor den Speedo, was du gesagt hast, könnten wir ja auch nochmal zwei holen. Das Ja, wäre. bräuchte mal zwei Flugtiere und zwei. Zwei Flöße. Ja, nee, muss ja eh einzeln wegholen. Zwei Flugtiere, zwei Armbrust. Fleisch, ja. Und dann aus der Luft einfach gucken, dass wir die mal abschießen und betäuben. Ja, wenn es ein Männle und ein Weibler wäre, könnte man hier noch ein bisschen unser Revier vergrößern. Vielleicht hätten wir ja die Möglichkeit. Wäre auch nicht schlecht. Das wäre jetzt auch nicht schlecht. Na gut, da würde ich einfach mal sagen, noch zum Abschluss, dann bauen wir jetzt einfach mal schnell den Bunker für die Eier. Wie du das da rein so Soll ich mal gucken, wenn ich über Land bin, ob die Schlange auch Dodo-Eier frisst? ich glaube, mehr in einem Schrank haben wir ziemlich viele. Ja, ein paar Eier haben wir schon, das stimmt. Aber ich denke, wir brauchen noch mehr. Da brauchen wir noch mehr, das stimmt. Ja, genau. Wie gesagt, ich baue dann einfach jetzt gerade mal schnell dieses Dodo-Gehege. Dann wird es schon passen. Oh, so knapp vor dem Frosch, ey. Mann, ey. Da wird uns auch gar nichts gegönnt. So, diesmal parke ich nicht so weit am Rand, ne? Das reicht. Da lege ich mal los. Herstellung. Habe ich denn hier gefunden? Ich muss ich gerade mal töten. Zack. Aber ich habe keine Axt. Ah, fuck. Ah, hier ist kein Holz mehr. Verdammt. Muss mal kurz für die Basis. Holz, wir brauchen Holz. Holz, Holz. Reicht 3x3 oder soll ich 4x4 machen? Ich muss so wissen, wie du meinst. Auch eine Axt. Was? Zwei Spitzhacken, aber keine Axt. Was soll denn der Quatsch? Da ist eine Axt. Nehmen wir die kurz. Das dürfte ja eh meine sein, die da rumläuft. Brauche ich schon wieder? Oh, Stroh, natürlich. Natürlich, immer das Stroh. Dicke Herr. Rohstoffe sind noch im Boot drin, ne? Achso, ja, ich bin draußen. So, was habe ich? Eins brauche ich noch. So, dann einmal sechs.
Eins, zwei. Reifen alleine verbraucht über 100 Ausdauer. Oha. Angriffsformation, Abwurf. Ein goldener Dodo. Das ist auch nicht schlecht. So, warte mal. Hat meiner noch was dabei? So. Das da, das da. So. Das, das. Steine. Und das mal kurz auch noch das mitbauen. Oh ne, das nicht. Das nehmen wir mit. So, einmal das, einmal das und einmal das und zweimal das. Sollte passen. Ah, ja, wir hätten so ein paar Äxte, ne? Stimmt, war ja mal heile hinten, weißt du, auf der anderen Seite. Ja. So. So, und den anderen mache ich die Armbrüste rein. So, einmal die L6. Einmal das. Oh, die Siliziumperlen habe ich auch noch dabei. Die müssen auch noch raus. So, dann sie. Dann die. Für die Schwere brauchen Obsidian, haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Mhm. Mist. So. Jetzt brauche ich Wände. Auf dem Boot hast du gesagt, haben wir noch Material, ne? Also in meinem Schrank ist noch ein bisschen was drin. Was du in deinem hast, weiß ich nicht. Schmidt. Warte mal. Warte mal, das kommt kurz da rein. Wir haben doch S Plus mit drauf, oder? Ja, klar. Oder? Haben wir die Sache noch erforscht? Warte mal. Nee, warte mal. Hausverwaltung muss ich gehen, gell? Nee, alles gut. Das ist drauf, sehe ich schon. Alles klar. Stimmt. Gebäude. Och, immer fehlen mir Steine. Ei. Was fehlt uns jetzt noch? Immer noch Steine. Die
schon aus dem Schrank hier geholt? Mhm. Ah, die Rohstoffe habe ich schon. Okay. So. Ah. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich könnte ein bisschen überlastet sein. Ja, der rennt. Komm, Leute, mal anfeuern hier. Renn, 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 der Running Man. Und der Tod. Er versucht, er gibt sein Bestes. Bist du sicher, dass die Zeit hier gerade verläuft und der Zeitlupe aktiv ist? Geil. Mein Gott. Ja, so blöder Tech, du guckst nur hinterher, ne? Ist schon voll Pfosten, will ich da vorbei rennen. Voll in Zeitlupe. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung.